vielleicht bei den letzten Turnieren. Wir haben ja häufig auch gesehen, wie er dann während des Matches sogar dann Handwerkszeug noch mal geändert hat. Stand schon im Finale. Jetzt haben wir mal 7 gesetzt. Mal liegt dem. Hat hier Ruby John Rodriguez geschlagen, um sich hier für diesen Abend zu qualifizieren. Aber gut, Peter Wright, klarer Favorit, da glaube ich, müssen wir nicht lange drum rumreden. Und das weiß im Grunde auch jeder. Und es wäre ein guter Moment, um mal eine richtig überzeugende Vorstellung zu sehen von einem der topgesetzten Spieler. Man schaut auf die derzeitigen Turnier-Averages. Ian White hat über 100 gespielt, er ist aber ausgeschieden damit. Und ansonsten gibt es keinen, der das schon mal hier erreicht hätte bis hierhin. Und das wäre doch so eine Sache, die man noch nebenher gleich mitnehmen könnte. Peter Wright den Sieg, ich denke mal, fest eingeplant, aber dann eben noch zwei, drei andere Kleinigkeiten, die man miterleben kann. Das hier darf nicht schief gehen und die Wahrscheinlichkeit ist auch sehr gering. Oder hat Malik Tim eine größere Chance? Schwierig zu sagen, kommt voll und ganz auf ihn an. Jetzt hier im ersten Deck einfach mal 100 Punkte Vorsprung nach den ersten 3 Aufnahmen. Aber die Punkte jetzt auch eingeholt mit dieser 180. Peter Wright, natürlich ein sehr erfahrener Spieler, schon einige Jahre mit dabei, stand im WM-Finale. Aber bei der Weltmeisterschaft, gerade mit den aufstrebenden Spielern und einem Spieler auch wie Malik Tim, der jetzt auch schon ein paar Jährchen alt ist, der bringt natürlich viel Lebenserfahrung mit, die ihn denn eventuell bei sowas auch weiterhelfen kann. Oh, Doppel 16 für 137, gleich im ersten Leck. Ja, die wollte er aber auch haben. Kein Dart. Bei 120 musst du gerade bleiben. 20, Triple 20, Doppel 20. 18. Doppel 8. Der zweite sitzt 1-0 Führung Peter Wright. Also hinten raus ein versöhnliches Leck. Letztes Jahr gegen Antonio Alcinas ausgeschieden. In der ersten Runde. Im Jahr davor Diego Portella geschlagen und dann gegen Jamie Lewis auch früh ausgeschieden. In einer Wahnsinnsbegegnung, muss man sagen. Das war ja die WM des Jamie Lewis, der bis ins Halbfinale vorgekommen ist. Und da den erst gegen Phil Taylor verloren hat. Zweite 180 von Snakebite. Aber er will sich da. 99. Die 9 ist leider ausgegangen, kurz mal Luft angehalten und dann war es schon wieder vorbei. Na, fast. 5 Triple. 1 und dann am Ende doch noch die Triple 20. Und auch hier wieder bei Peter Wright 6 Satz gespielt. 221 Punkte Rest. Das ist immer hervorragend, wenn du in diesen Bereich reinkommst. Besser natürlich 181 oder am besten 141. Und der wird 6 Darts für diese 121 Punkte kriegen. Man legt an sich kein Finish lassen. Wie spielt das?
61 West, Triple 7, Single Bull für die Doppel 18. All 103. Bleiben 18 Rest, bedeutet Doppel 9. Und er wird die Möglichkeit sicher bekommen. Wieder rutscht es rüber in die 5. 26. Die Waschmaschine, da ist sie. Die ist schon fast vermisst. Doppel 9 für Peter Wright. Doppel 4. Game shot the second leg. Peter Wright. 15. Darts gewürzen. 2-0 Führung. Morgen Nachmittag dann Simon Whitlock in Aktion, Adrian Lewis und am Abend Daryl Gurney und natürlich Menzo Suljovic gegen Fallon Sherrock. Der Gentle aus Österreich darf gegen die Dame ran, die derzeit die Schlagzeilen ja durchaus, zumindest die Dartschlagzeilen, beherrscht. Kann man so sagen. Viel getan, viel gemacht. Wir haben es auch schon ein paar Mal erwähnt. Sensationelle Leistung gegen Ted Evans. Richtig gutes Spiel gemacht. Beste Waschmaschine vielleicht? Nee, mit einer Triple 20 wird das zu viel. Das dritte Spiel morgen Abend ist das der Menzo Suljovic gegen Fallon Sherrock. Unter anderem morgen mit dabei Daryl Gurney, Glenn Durant, Dimitri Vandenberg, Simon Whitlock, Adrian Lewis, einige große Namen wieder mit dabei. Gurney, Durant, Suljovic, Sherrock, Vandenberg, Josh Payne. Vandenberg, Josh Payne, das ist morgen die Abendsession. Das wird ein richtig guter Abend morgen werden. Dementsprechend der Rest natürlich auch. Sucht noch seinen Rhythmus. 60 ist noch weit weg. Gut. 94 Punkte. 40 Jetzt. Punkte. 140. Fast hätte es gepasst. Aber wird ja drei weitere Versuche bekommen auf Tops. Ja, aber hier kommt noch mal ein bisschen Druck auf diese Doppel 20, aber Peter Wright erfahren. Nummer 7 der Welt, drei Darts in der Hand. Passt so, 3-0, erster Satz im Kasten. Peter Wright ist also auf einem guten Weg. Sie haben die Möglichkeit, an unserem Gewinnspiel teilzunehmen. 200.000 Euro warten auf Sie. Wir zeigen Ihnen, wie das funktionieren kann. Bis gleich. Wie viele Runden das hier in diesem Jahr werden könnten. Hier im ersten Satz hat er mit leichten Schwierigkeiten angefangen, schnell die Form gefunden und dann nichts anbrennen lassen. Alex gewonnen, erster Satz problemlos abgehakt. Mittlerweile bei einem 93er Average. 140. Bis 10 Punkte mehr als Victim. Was die Kleidung angeht von Peter Wright, da hat er ja seinen eigenen Sponsor für, die ihn extra quasi so viele verschiedene Sachen geben, so viele verschiedene Klamotten, die er jederzeit wechseln kann. Ich bin gar nicht genau darüber informiert, wie die Firma tatsächlich heißt, die ihm diese ganzen Sachen gibt, aber dementsprechend werden auch von seiner Frau Joanne immer die Haare gefärbt, es wird alles angepasst. Und für jeden Premier League Spielort oder sonstigen Spielort gibt es auch immer die wirklich in dem Sinne perfekte Kleidung. Jetzt in dem Fall kurz vor Weihnachten irgendwas Weihnachtliches.
In Holland Wassoranges, in Deutschland Schwarz-Rot-Gold, in Schottland Blau-Weiß, alles mit dabei. Tatsächlich auch, wo Newcastle gespielt wurde in der Premier League, Schwarz-Weiß. Also an Sachen wird es Peter Wright, glaube ich, nie mehr in seinem Leben mangeln. Ja, das glaube ich auch, da wird eher nichts anbrennen. Und 180, die zweite. Ja, und Peter Wright wird sich kein Finish lassen können. Hätte mit dem zweiten Dart runtergehen sollen auf die 19. Könnte hier das erste Leck für Malikdem werden. Doppel 16. 30. Kommt hier ganz anständig aus der Pause raus, 540 und noch eine 180 mit dazu. 96. Steht nach 15 Darts auf 32 Punkten Rest. Sport1.de/darts-sport. Wie komme ich am schnellsten an Tickets? In Ulm, in Saarbrücken und in Magdeburg. Da wird auch Fallon Sherrock mitspielen und Peter Wright. Dann wird man zum Beispiel bei der Schwaben-Darts-Gala am 20. März in Neu-Ulm erleben können. Da dann auch Bob Cross mit dabei, Mensa Sundovic und Michael van Gerwen. Das gleiche dann am 24. April in Saarbrücken, auch da Peter Wright mit dabei. Gibt viel zu viele Orte, wo überall gespielt wird. Aus. Genau, und da gibt es natürlich noch viel mehr Orte und noch also viel mehr Möglichkeiten, auch den Peter Wright zu treffen. Aber man muss ja mal zwei, drei Prioritäten setzen. Also egal, ob Norddeutschland, Süddeutschland, West- oder Ostdeutschland, gibt überall etwas, 81. wo man hinfahren kann. Gibt natürlich die Turniere der European Tour, was richtige Wettbewerbe sind. Oder es gibt halt diese Darts-Galas, wo es halt auch schon kleinere Turniere sind, aber da geht es jetzt um nichts. Das ist einfach nur für die Zuschauer, für die Fans, mal die Spieler zu treffen. Dritte 180, Noel Malikdem. Zweimal eine 100-Plus-Aufnahme, zweimal eine 140-Plus-Aufnahme und dreimal eine 180. Das ist auch nicht schlecht, wenn du mehr 180er wirfst als irgendwie 100er oder 140er. Gute Antwort von Peter Wright. Dennoch Vorteil Malikdem, kann sich hier ein Doppel stellen. Wird er nicht machen, wenigstens ein bisschen runterkommen. Auch nicht. Hat er einen Triple 20 sehr stark geholfen. Kann Peter Wright die Triple 20 treffen? Kann er. Tops. Zwei für Tops. Und wird es auf der Doppel 10 erneut probieren wollen, es sei denn, macht die 116 aus. Also die 20 gebraucht wieder nur in Anführungsstrichen 60. Und Doppel 10 für Peter Snakebite Wright. Game 1-1. Third leg is no to throw first. Game on. Immer dieses Feinjustieren. Mit diesem besonderen Wurf. Und dann ist der 184-4 hat er. Auch eine besondere Art und Weise von Malikdem, dieser Wurfstil. Aber man hat wirklich den Eindruck, dass diese Armbewegung auch wirklich immer komplett gleich ist. Jetzt so einen leichten Schlenker noch mit drin. So, ja, und nimmt, dann nimmt den Dartpfeil rechts ein bisschen mehr hoch. Zieht ihn dann ärgerlich in die Mitte vors Gesicht und dann einmal bis ins Gesicht, so bis vor die Nase. Schade. War natürlich sehr ärgerlich, dieser zweite Dart, der war drinne. Wir merken uns den mal einfach. Vielleicht kommt er jetzt noch eine 177 oder eine 165. Dann wäre das quasi
auch eine Art 9er, da sieht man es mal, 480er. Und nur die Hälfte an 140ern, das wäre rein theoretisch der 6., der 7. Gut. Perfekte Dart. Fast der 8. Aber dennoch mit Bouncer 9 Darts gespielt, 66 Rest. Verdammt stark. Schon 9 Darts auf der Asientour gespielt. Doppel 18. Einmal auf die Doppel 14. Links rüber. Lieber nochmal vergewissern. Fragt sicherheitshalber nochmal nach, ob er die Doppel 4 geworfen hat. Doppel 4. Und 28 Rest ist. Trifft er nicht. Kommt aber definitiv nochmal ran durch das starke Scoren auch im Black. Kann 2-1 in Führung gehen. Doppel 14 erneut. Ist näher ran. Also das ist genau die Differenz. Tja, wenn er das nochmal so geschafft hätte. Aber Peter Wright ist gewarnt. Die 120 sollte es sein. Das wäre natürlich ein sehr guter Moment für Snakebite, wenn er die 120 jetzt mitnehmen könnte. Tops. Klack hat's gemacht, genau am Draht, wie auch die Doppel 14 von Malignan. Ungefähr wieder da, wo er vorhin auch angefangen hat. Aber diesmal funktioniert das. Gut. Vor 1 Führung. Oh oh. Erste da nicht gut. Zweiter. 81. Besser. Aber das kann auch interessant werden. Das ist noch nicht abgehakt. Auch wenn der erste Satz sehr deutlich war. Jetzt ist Malignan gut im Match. Man wird auch im letzten Leg, wenn Peter Wright das jetzt hier holen sollte, den Anwurf haben. Also hat es definitiv jetzt selber in der Hand. Scored gut. Scored anständig. Doppel sitzen natürlich noch nicht so ganz. Zweimal ersten Doppel getroffen bei 9 Versuchen, macht 22%. Ein Ausreißer, aber der dritte Dart wieder gut platziert. Tja, Peter Wright. Der muss jetzt vielleicht mal die 180 auspacken. Aber mit einer 140 ist es auch okay. Malignan macht das auch echt nicht schlecht. 97, 125, 140 macht, 139 Rest. Tja, rechnet, überlegt, wohin damit. 83 Rest. 119 Rest. 62. Triple 10. Gut gestellt von Malignan. Druck auf diesen 83 Punkten für Peter Wright. Ansonsten wird das Set in Richtung Philippinen gehen. Boah. Starkes Finish von Peter Wright. Kamera musste erstmal justiert werden, beziehungsweise musste erstmal die richtige Kamera gewählt werden, weil der Dart auf der 16 den Blick auf das Bullseye verhindert hat. Aber man liegt hier mit der Möglichkeit,
seinen Aufschlag durchzubringen. Und dann 3-2 nach Lex bedeutet 1-1 nach Sätzen. Und es sind nur 60 von Peter Wright und die Körpersprache und auch die Mimik sagt ja, das war nicht das, was hier gedacht war. Schauen wir mal auf die Averages. Im ersten Satz, man liegt ja deutlich, deutlich dahinter, aber das hat sich fast gedreht. Oder es hat sich gedreht, nicht genau auf diesen Zahlen, aber das ist schon beeindruckend. Jetzt beide gleich auf. Malik Dem braucht unbedingt diesen Satz. Kann sich nicht erlauben, 2-0 in Rückstand zu gehen. Wieder ein guter erster Dart. Klasse. Starke Darts. Peter Wright mit einem sehr guten ersten Dart, braucht noch ein Trippelfeld, hat er nicht. 6 Darts für 161 Punkte für das Set. Das wäre eine klasse Ansage, die in diesem Fall, das war drunter, wenn ich das, ja, nicht ein Triple. Starker letzter Dart hier. So, stellen und dann hoffen. Wie viel Druck kommt noch auf diese 68? Es ist der maximale Druck. 3 Darts würde Peter Wright auf die Doppel-12 bekommen, wenn Noel Malik Dem jetzt nicht diese 68 Punkte mitnehmen kann. 53, 13 Tops, 17 Doppel, 18. Also nicht getroffen, was er treffen wollte, aber Glück im Unglück, denn kein Desaster jetzt. Jetzt auf die Doppel-7, 14 Punkte Rest. Doppel-7 da unten. Und das passt, und das passt. 1-1. Unglaublich. Die Doppel-7 hat es gerichtet für Noel Malik Dem. 1-1 nach Sätzen. Und da muss man sich vielleicht so ein bisschen auch mal verwundert die Augen reiben. Peter Wright. 3 Lecks im ersten Satz gewonnen, durchmarschiert. Aber dann kommt Noel Malik Dem stärker und besser ins Match. Hat jetzt 4-mal Maximum getroffen. Das ist einer mehr als Peter Wright. Und auch sonst von den Scores mehr als nur ordentlich. Von den 3 Dart Averages ist man fast gleich auf. 2 Pünktchen mehr bei Peter Wright. Aber das ist kein einfaches Spiel. Das ist noch nicht gewonnen. Und das wäre natürlich eine weitere Riesensensation, sollte das hier für Peter Wright schiefgehen. Glaube ich aber nicht dran, um ehrlich zu sein. Peter Wright spielt immer noch ein sehr gutes Spiel, steht beim Schnitt von 95 Punkten insgesamt. War jetzt natürlich nicht das beste Set, aber auch ehrlicherweise muss man sagen, starkes Finish daraus von Noel Malik Dem. Diese 68 Punkte mit Triple 5, Triple 13 und sehr gut umkorrigiert. Die Nerven halten auf der Doppel 7 und Doppel 7. Viele Dartspieler werden es wissen: Doppel 7 kein angenehmes Doppel und auch schwer zu treffen. Gut. Wieder Bullseye, also Single Bull in dem Fall, 36 Punkte. Rest. 103. Bleiben 18 über. Das wäre mit einem Treffer in die Doppel-9 zu erledigen. Und man liegt dann auf dem Weg in den Finish-Bereich. Also wir bei dem Thema ein bisschen Druck machen, damit Peter Wright es nicht allzu komfortabel hat mit dieser Doppel-9. Erst die 2, damit er auf Doppel 8 gehen kann, trifft Single 8, Doppel 4 und die trifft er dann. Und damit die 1-0-Führung. Also der Plan
hat funktioniert und er hat ihn gut umgesetzt. Vielleicht zur Information aller deutschen Dart-Fans noch, ist ja auch keine unwichtige Info. Nico Kurz wird am 23.12. wieder in Action sein, noch vor Weihnachten in der dritten Runde gegen Luke Humphries, während Max Hopp von Peter Wright. Beide viermal mit der 180. Bleibt auf der 20. Rest. 60 Punkte. Die zweite Bundesliga, Sky Sport News HD, die zweite Bundesliga gleich im Anschluss hier an diese Darts-Übertragung, man könnte auch sagen direkt im Anschluss an dieses Spiel, denn das ist das letzte Match heute. Klasse! Puh. Um den eigenen Anwurf zu halten, 106 Punkte mitgenommen. Starkes Finish, man legt, fühlt sich immer wohler da oben. Größtes Finish dieses Matches, 106. 97. Ja, das könnte dann bedeuten, das dauert halt noch ein bisschen mit der nachfolgenden Sendung, wenn Maliktem hier weiterhin so stark spielt und Peter Wright zwischendurch immer mal wieder kleine Fehlerchen einbaut. 60. Und 45 von Maliktem. Kein Druck für Peter Wright. Kann jetzt von ganz alleine hier aufspielen. Muss nur selber sein Spiel spielen. 85. Auch die Stimmung gerade in der Arena. Bisschen weniger laut. Insgesamt ein bisschen hat sich das alles beruhigt. Es ist ja auch schon insgesamt ein langer Abend. Der ein oder andere wird auch schon nach Hause gefahren sein. Wir haben auch die letzten Tage drüber gesprochen. Im Ellipelli ist es ja recht schwer, den zu verlassen. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, weil halt einfach ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr so viel, beziehungsweise gar nichts mehr fährt. Ist ja auf einem Berg gelegen in Nord-London. 170 Rest für Peter Wright, Triple 20. Aber ein schöner Wachmacher für den einen oder anderen hier auch im Publikum. Wird nicht in diesem Moment funktionieren.
Also morgen Nachmittag Whitlock, Adrian Lewis. Die wichtigsten Namen. Insgesamt natürlich auch 4 Spiele. Morgen Abend Daryl Gurney, Grant Durant, Menzo Suljovic gegen Fallon Sherrock und Josh Payne versus Dimitri Vandenberg. Doppel 16. 2-1. Und auch ein schönes, hohes Finish. Und das vielleicht so ein bisschen dann auch die Ansage, so, ab jetzt mache ich das Ding. Am Sonntag, Nachmittag, Espinel, Tatarski, Clayton, Bunting und auch Labanauskas gegen Max Hopp. Spielt nicht nach Weihnachten. Falsche Internetseite benutzt, falsch nachgeguckt, falsche Informationen bekommen. Auf sport1.de und auch in unserer kostenfreien Sport1-App der Spielplan mit allen wichtigen Informationen. Und dann am Montag, 23. Dezember, nachmittags, kurz gegen Humphreys. Na, schön, 4 und 5. Na, na. Und 6. Sehr gut. Es ist nicht das Monsterspiel von beiden, aber jetzt Peter Wright mit 6 perfekten Darts. Spielt anständig. 100. Ist natürlich gegeben. Das macht den Andy Pelly auf jeden Fall wach. Da stehen jetzt ein paar. Na komm. So, ich stehe jetzt auch auf. 81 Rest. Ich setze mich wieder hin. Triple 15, Doppel 18. 41 Rest von Peter Wright. Oh, das Nico kurz Finish. Die 41, genau. Nico Kurz, derjenige, der ja bei dieser Weltmeisterschaft am dichtesten am perfekten Spiel dran war. 8 perfekte Darts. Nur die Doppel 12 wollte nicht mehr rein. Spielt er auch. Er spielt auch so, wie Nico Kurz das gemacht hat. Und er macht's so, wie Nico Kurz das auch hinbekommen hat. Auf die 1, auf Tops. Abgehakt. 2-1 Führung. Ein Satz wird noch benötigt. Ja, Noel Malikdem sagt sich, jetzt bin ich wieder dran. Fünfte 180 von ihm. Vielleicht ja Noel Malikdem jetzt noch mit einem paar mehr perfekten Darts. Hat ja auch eine Serie von perfekten Darts hingelegt. Leider unterbrochen durch ein Bounce-Out. Schade. Ja, das würden wir abends noch gerne mitnehmen. Und dann vor Weihnachten. Sagen wir so, vor Weihnachten noch einen neuen Data. Das ist eigentlich doch. Sollte auf den Wunschzettel kommen und das müsste doch eigentlich möglich sein. Ja, ich gehe schon mal bei Amazon bestellen, vielleicht. Gibt es ja noch ein Last-Minute-Deal. Online oder im Dartshop-Fachhandel. Wenn man das bestellen könnte für so eine WM, das wäre was. Da würde man sicherlich dem einen oder anderen besonders wünschen. 100. Wieder 100. Wohin bringt sich Peter Wright? Entscheidendes, wichtiges Set für Malikdem, um hier in der Weltmeisterschaft zu bleiben. Spielt das auch nicht schlecht. 9 geworfene Darts von ihm, 161 Rest. Peter Wright aber besser unterwegs. 161. Klasse. Triple 17. Für das Bullseye. 156. Er spielt so langsam Rhythmus und mit jedem Dart, den er mehr wirft, wird die Anspannung auch ein bisschen größer. 104 für Peter Wright. Könnte so ein kleiner Matchwinner jetzt schon werden. Triple 20, Doppel 16. 30. 25. 2 Darts für Malikdem.
9. Und dann die Doppel 8. Ein Versuch noch. 9. Schade. PJ Require 74. Er kann es wieder korrigieren. Peter Wright, Triple 14. Sitzt. 2 Darts auf die Doppel 16. Oder einer auf die Doppel 8. 1-0. Da ist auf jeden Fall das Break, was Peter Wright braucht, um es hier gleich in diesem Satz zu beenden. Was er natürlich auch will. Man liegt ihm, verlangt ihm einiges hier ab. Peter Wright spielt ein 98er Average. Auch eins der überzeugendsten Spiele in dieser zweiten Runde. Aber man legt ihm, zwingt ihn auch förmlich dazu. Spielt richtig gute Scores, richtig gute Legs auch. Aber die Doppelquote stimmt nicht so ganz bei ihm. Steht bei unter 30%, erst 4 Legs gewonnen. 125. Und 14 Versuche insgesamt gehabt. Und da sieht man mal die Statistiken, angefangene Legs. Wie viel davon letztendlich gewonnen wurden und wie viele verloren. Peter Wright jeden seiner Anwürfe durchgebracht und man liegt dann 3 Licks abgegeben. Und das macht den Unterschied. Ja, er rutscht. Geht am Ende. Und da sieht man es mal eingeblendet. Man legt dann mit 93 zu den 97 Punkten. 97, 98 von Peter Wright die ganze Zeit dazwischen hin und her pendelnd. Chance für Malignum tatsächlich. Hier mit ein paar guten Scores. 100. Ja. Wichtiger letzter Dart für ihn. Hier eventuell doch mal das erste Break zu holen. Aber natürlich, was macht die Nummer 7 der Welt? 122 bedeutet 122 West. Tja, keine gute Zeit für eine neue 180 bei Malignum. Das wäre lustig, aber leider nicht zielführend. 68 Rest, 14 Rest, Doppel 7. 150. Aber bis dahin stark gespielt. Die Doppel 7 wollte nicht so, wie sie vorhin bei Malignum wollte. Der hat jetzt wieder die Möglichkeit. 76 Rest. Starker Dart von ihm. Dart sitzt. Doppel 8. 60. Und wieder, wie im letzten Leck auch, 2 Darts auf Doppel liegen gelassen. Schenkt damit Peter Wright ein bisschen diese Begegnung jetzt hier hinten raus. Doppel 2. Letzter Versuch. Der sitzt 2-0. Die Führung. So, und jetzt könnte es schnell gehen. Und da sieht man auch den Grund, weshalb es hier so eindeutig aussieht. Die Doppelquote. Zu schlecht bei Malignum. Tja, ich wollte gerade sagen, braucht noch ein Triple, aber ich meinte natürlich nicht die Triple 5. Und er auch nicht. Er wird es natürlich versuchen, jetzt auch schon zu beenden, aber viel wichtiger ist für ihn das nächste Leg mit dem eigenen Dart, mit dem eigenen Anwurf. Muss sich ein bisschen strecken, das ist schon Arbeit für Peter Wright. Er hat jetzt eine 96er Average. Grundsätzlich kannst du mit vielen Dingen am Ende vielleicht doch dann einigermaßen zufrieden sein, wenn man das hier mit einem Sieg beendet. Dann war es ein ordentlicher, immerhin erfolgreicher Start in die Weltmeisterschaft. Und das ist ja auch schon mal anders gelaufen. Ist für jeden schon mal anders gelaufen.
Egal ob Phil Taylor, Michael van Gerven, Kevin Price, Gary Anderson, alle schon einmal mindestens auf Wiedersehen gesagt in der ersten oder zweiten Runde. Gut. Na komm, Triple 17 hat nicht geklappt. Aber das ist nicht der Finish-Bereich. Peter Wright. Only requires 64. Joanne Wright. Tops für Malik Dem. Ein Dart. Hat er vorher auch schon mal gebraucht. Genau so ein Finish. Triple. Und das Doppel. Spielt 15 Darts von vorne. Solides Leg. Aber jetzt natürlich die Darts für Peter Wright, der nur mit 32 Punkten beginnt. Und das wäre doch eine gute Möglichkeit. Man liegt dem zum Ausgleich vielleicht. 100. Immerhin die 100. Nach dem ersten Dart hätte er sich da wahrscheinlich mehr gewünscht. Starke Aufnahme von Peter Wright. Gut die 20 korrigiert mit diesen zwei Trippeln. Fast die sechste. 180 für Malik Dem. Da hätte er dann gleich gezogen mit Peter Wright. So liegt er da zumindest noch vorne. Vielleicht würde das ja auch Peter Wright nochmal beflügeln, da auch nochmal eine oder mehrere davon auszupacken. Malik Dem hat hier die Darts genommen von Peter Wright, aber jetzt keine gute Aufnahme. Nur 68 Punkte für ihn. 193, Rest eine 100. Eine 91 war die Mindestanforderung, um ein Finish zu lassen, aber Peter Wright bringt sich auch auf keinen Finish. 6 Darts für 193 und die Chance auf das 2:2. Eventuell zu wenig tatsächlich, diese 193, durchaus machbares Finish. Aber Peter Wright hat 75, was wesentlich besser ist. Mit 80 als Average in diesem Satz. Und man liegt im 98, also spielt einen richtig guten Dart momentan. Doppel 7 hat er schon im wichtigen Moment getroffen. Seine Doppel 7. Diesmal nicht. Das wird mindestens ein Match da geben. Die hoffen, dass das jetzt soweit sein kann. 18 Tops, Matchstarts. 55. Und es passt zum Spiel, dass er den nicht macht. 3 und dann die Doppel 2. Ja, 3 hat er. 2 Versuche auf die Doppel 2 zum Ausgleich. No, Monica. Pitlag is known to throw first. Game on. Nicht ganz einfach, da so rumzukommen. Und das war dann das Break, was vorhin noch fehlte. Puh, und jetzt will er mehr. Wow, starke Darts von Noel Malik Dem. Die Doppel 2 war echt nicht einfach. Nächstes Leg sofort wieder angefangen mit 180. Und hier nur erste Dart in die Triple 1. Wackelt der da? Boah, hier. 140. Das zeugt von Klasse. 7 der Topgesetzten haben sich schon verabschiedet. Ist das hier
wird die Liste heute noch um den Namen Peter Wright erweitert. Auf jeden Fall muss Peter Wright hier kämpfen. Da sieht man auch nochmal in diesem vierten Satz, wie die Averages sich verteilen. Man liegt dem Bären stark und Peter Wright unerklärlich eingebrochen. Und wenn es nicht läuft, dann läuft es halt nicht. Ja, ist auch richtig stark, was man liegt hier spielt. Diesem Entscheidungsleck 9 Darts, 81 Rest, 66 Rest, muss nicht auf die 16 spielen. Kann sich einfach stellen. Jetzt auf die 16 für Tops Rest. Richtig. Und Wright kann sich nur stellen, kann nur runterkommen. Wie viel Druck bringt er auf diese 40? Er will eine 180. Und schafft eine 135. Also Tops. Man liegt im Weiß, er sollte lieber nicht verpassen. Bei 86 kann Peter Wright durchaus mitnehmen, aber es passiert nicht. 2-2 in den Sätzen. Es wird wieder genullt und ab jetzt wird wieder ein neues Best of Five gespielt. Sollte es 2-2 stehen, geht es ins Tiebreak beim Stand von 5-5 in Legs. Ins Sudden Death Leg. Der Mann von den Philippinen spielt richtig stark. Und das war kein guter Einstieg von Peter Wright in diesen sehr, sehr wichtigen Satz. Und das ist ein deutlich besserer Einstieg auf dem Weg zur 180. Peter Wright aber auch noch gut unterwegs auf diese 125. Stark geantwortet mit der 140. Ah, liegt dann gerade sehr guten Dart auf die Triple 20. Oh, ja. Aber auch einen sehr guten letzten Dart in die 5, zweite Mal in Folge. Hm? Aber er weiß, der kämpft, der weiß, dass er hier auch eine Chance hat. So gut spielt Peter Wright teilweise nicht. Kein Finish für Peter Wright. Eventuell jetzt noch mal so eine 140, eine 180. Und Maliktim ist hier Favorit für das Leg. Na gut. 100. Immerhin die 100. So, Peter Wright jetzt. Mach was draus. Und denn? 83. Und Peter Wright spielt ein richtig gutes Spiel. Er spielt wirklich nicht schlecht, spielt richtig gute Legs immer wieder zwischendrin. Aber Maliktim verlangt einfach alles von ihm. Die 151 werden es nicht sein. 74 Rest, Triple 14. Er hat Doppel 16 gelassen, somit 60 Rest, 91 Punkte geworfen. Und die 129 ist jetzt eigentlich schon eine Pflicht für Peter Wright. Triple 20 Bull. Er kriegt den einen Dart. 79. Das war der äußere Draht. Ja, schwierig, schwierig zu sagen, was das genau war tatsächlich. Auf jeden Fall war es. Puh. Er verpasst die große Zahl. Nur ein Dart auf Doppel. Ho, ho, ho. Also Tops. Der letzte Dart. Und der sitzt. Das ist ein Break. Oha. Wie cool kann Noel Maliktim jetzt hier noch bleiben? Er braucht zwei weitere Legs, hat das Break, um nicht in das Tiebreak zu müssen. Aber jetzt nur 44 zum Anfang. Gerade die letzten Legs so gut gescored und jetzt hier nicht mehr. Aber kann er auch nicht wirklich was draus machen. 21 momentan, auch nur 41. Das ist zu wenig. Wieder eine starke dreistellige Aufnahme von Maliktim. Zwei Triple, zwei hohe Triple und ein kleines Triple. 84. Jetzt mit dem letzten Dart.
60. Da ist noch eine Chance für Peter Wright. Wieder die 1 zu Beginn. Das ist das 41. Da ist irgendwas nicht so richtig. Und er kriegt auch die Konzentration nicht wieder dahin. Aber man liegt dem. Ja, das ist besser. 98. Es wäre, ohne es jetzt schon beschreien zu wollen, der größte Sieg seiner Karriere, Noel Malikdem. Der Wright bleibt jetzt in Kontakt. Vielleicht ein wenig zu spät, diese 140. Vorteil natürlich immer noch für den Philippiner. 65 Punkte. 92. Definitiv eine machbare Zahl. Was macht Peter Wright? 95 Punkte sollten es Minimum sein. Das sind 38. Noch eine Triple 19 eventuell. 57. Höchstwahrscheinlich 6 Darts für Malikdem, um hier 2:0 im letzten Satz in Führung zu gehen und für die nächste Überraschung zu sorgen. 52. Tops Rest für ihn. Tja, dann sagt also praktisch der Außenseiter, du schaffst heute die 138 nicht, lieber Peter. 98. Und Wright kann nur hoffen, dass Malikdem das jetzt liegen lässt. Er würde mit 2:0 in Führung gehen, Doppel-10. Passt! Wahnsinn! Also alle Vorbereitungen treffen. Hier könnte ein nächster großer Name schnell ausscheiden. Wieder. 100. Immerhin die 100. Starker Beginn von Malikdem. Er beißt, er kämpft, er macht Peter Wright wirklich, wirklich schwer. Und das sah am Anfang so einfach aus. Der ist da durchmarschiert durch den ersten Satz. 3-0. War auch noch nicht 100. Der Top Peter Wright. Aber man hat gedacht, naja, das zuckelt sich schon hin. Der wird sich da reinspielen und eben dann das machen, was er machen kann. Aber schaut da auch hinten mal so ein bisschen, ja, fast mit Röppelt. Irgendwas arbeitet da in ihm. Erste Dart macht Schwierigkeiten. Jetzt auch der zweite. 45 von Peter Wright. Malikdem hat ihn den Anwurf abgenommen. Kann sich jetzt hier in den Finish-Bereich spielen. 216 Punkte. 156. Also große, große Schwierigkeiten. Peter Wright, jetzt braucht er was Großes. Na, mindestens ein Triple, eine Triple 19, eine Triple 20. Oh, oh, oh. 6 Darts für 136 Punkte. Malikdem kann sich jetzt hier stellen und danach hat er 3 Match-Darts, wenn er jetzt ein Triple trifft. Oh, die 1 hilft ihm da überhaupt nicht. Vielleicht doch ein bisschen den Druck jetzt gemerkt. 96 Punkte Rest. Peter Wright trifft seine Triple und verliert auch den Zug auf die 20. Und er fightet auch nicht mehr so richtig. Der Kopf sinkt da nach unten. Was macht Malikdem? Oh. 73 Punkte Rest, Triple 19. 30. Macht das aber auch nicht gut. Macht das wirklich nicht gut. Also die zwei letzten Aufnahmen von Malikdem, 40 und 30. Also ist noch nicht vorbei, Peter Wright. Jetzt hast du es in der Hand. Triple 19. 93. 60 Punkte Rest. Malikdem kriegt
im schlechtesten Fall für ihn nur ein Dart auf Doppel. 16 für Tops. Er verpasst schon wieder die große Zahl. Schon wieder verpasst, man legt ihm die große Zahl. Kriegt es doch mit den Nerven zu tun. Hier im letzten Moment. 20 Doppel 20. Also das Ding muss rein, Peter Wright. Jawohl. Zwei Versuche auf Tops. Um hier in der Weltmeisterschaft zu verbleiben. Und das war haarscharf, aber es hat funktioniert. Und er hätte mehr draus machen können. Vielleicht müssen. Ich denke, da kann man schon von müssen sprechen. Aber jetzt darf man natürlich nicht vergessen, Malik Dim hat ihr Darts diesmal in der eigenen Hand. Und scoring-technisch lief es nicht gerade schlecht im letzten Deck. Es waren einfach nur die letzten Darts zum Stellen, zum Feinjustieren, zum Checken. Aber hier 40, nur 59. Was ist da los bei Peter Wright? Huhu. Oh wei. Der macht das gut. Der macht das verdammt stark. Irre. 780 für Malik Dim. Wieder hervorragender Moment für ihn. Wenn er sich jetzt was ordentliches stellt, dann ist er wieder ganz nah dran. Nur 60, 121 Rest. Also da, tja, kann man das sagen, was wir immer sagen. Er braucht jetzt eine hohe Zahl. Immerhin, die funktioniert. Jawohl, besser als die 20. Starke Aufnahme von Peter Wright. Bleibt in Kontakt. 162 Punkte geworfen. In was für einem Moment. Und gerade eben schon ein bisschen gezittert, Malik Dim. Was macht er jetzt? 61 Rest. 11 für das Bullseye. Das ist sein Matchstart. 79. Stell dir vor, Peter Wright macht diese 140 jetzt aus. Dann geht's hier ins Tiebreak. Ja. Schauen wir hin. Also Triple 20 sitzt. Doppel 10 für Peter Wright. Ja. Oh mein Gott! Rettet sich. Ich will hier drin bleiben. Hier auf dieser Bühne und in dieser Weltmeisterschaft. Das war die Ansage, die er damit gemacht hat. Hier zeigt das da. Hier will ich weiterspielen. Wir brauchen die 2-Clear-Leg-Regel. Also 3-2 würde nicht reichen. 302 Punkte in 6 Darts gecheckt. 162 und dann 140 noch gecheckt. Unglaublich, dieser Mann, was diese Profis produzieren können, wenn sie es wirklich brauchen. Und auch jetzt, der Eddie Pelli ist wieder wach. Vielleicht hat das ihm gefehlt. Und jetzt die Frage auch, wie Malik Dim damit umgeht. Der war so nah dran, der war so nah an der Sensation. Der hatte diesen Matchstart bereits. Und anhand der Reaktion auch von Peter Wright konnte man sehen, ein bisschen abgeschrieben hatte er das schon. Malik Dim scorte auch so extrem in diesem Leg. Jetzt er mit seiner 780, die 14. in der Begegnung. Aber diese Art und Weise, wie Peter Wright jetzt fightet, die hat auch längere Zeit gefehlt. Und jetzt weiß er, dass er das hier packen will und ich glaube auch packen wird. Jetzt ist er da. Es ist der Wahnsinn. 6 Darts. Es sind diese 6 Darts, die ihn dieses komplette Spiel jetzt einmal umgedreht haben. Das Momentum wieder voll in Schottland. Beide 7 mal die 180, beide 13 mal 140 und mehr. Und Peter Wright 27 100 plus Aufnahmen und man liegt im 26 100 plus Aufnahmen. Das ist schön beieinander. Zwei Sätze, jeder, zwei Legs, jeder. Dass das so eng werden könnte, war nicht wirklich zu vermuten. Aber er braucht
dieses Leck und noch ein weiteres. Dann hat das dennoch hingezaubert. Tops für Peter Wright. Passt doch. So, 3-2. Er braucht noch ein Leck. Er braucht das nächste Leck. So rum ist es richtig. Denn wenn... Drittes High Finish von ihm. Dann liegt er jetzt ausgleicht. Dann braucht er wieder zwei. Und bei 5-5 würden wir dann in den Sudden Death gehen. Unglaublich starke Dart von beiden in dieser Schlussphase, in diesem letzten Satz. Auch das Break. Man braucht nicht die Triple 1. Starke Antwort auf diese 140. Druck bei Malik Dem. Das hat er wirklich häufig, ne? Der dritte Dart in die 5. Und zweimal die Triple 20 vorher hatte. Aber auch jetzt vom Gesicht her, von der Körpersprache her, von der Mimik her, Peter Wright ganz anders drauf wie vorher. Du hast schon gesagt, jetzt, er glaubt wieder richtig dran, er kämpft, er beißt. Er ist wieder voll mit dabei. 236 100. Macht minus 100. 136. Vorteil für Wright. Jetzt nicht mehr. Wenigstens ein Finish für ihn. Aber wer auch 140 machen kann, kann auch 158 machen. 136 werden es nicht sein. 96. Kann er das machen? 158. Oh, der steckt wieder so gut. Gibt das jetzt einen Matchstart für Peter Wright? Es gibt den Matchstart, Doppel 19. Knapp, 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 knapp. Ja, Wahnsinn. Also Hut ab vor Noel Malik Dem. Hut ab vor beiden, was sie jetzt hier in der Schlussphase spielen. Peter Wright mit dem 12-Darter, um in der Begegnung zu bleiben. Nächste 180 für ihn. Spielt danach 15 Darts. Dieses 104er-Finish geht damit 3-2 in Führung. Verpasst einen 12er und Malik Dem macht ihn 13 Darts von vorne zu. Und jetzt braucht er, du hast es gesagt, wieder diese 2 Legs Vorsprung. Was ein Niveau hier hinten raus jetzt. Kein 9-Dart-Finish mehr möglich. Wird ihm momentan relativ egal sein. Er will dieses Match gewinnen. Er braucht dieses Leg und dann ein Break. Ansonsten muss er sich da in dieses Sudden Death Leg zittern. Malik Dem wird nicht wirklich schwächer. Also das ist schon irre. Ein bisschen muss man sich auch fragen, woher hat Peter Wright noch diese Kraft genommen? 2-0 hinten. Holt sich das 2-1, diese, ich kann es gar nicht offen, dieser unglaubliche Moment von ihm. Und jetzt ist so richtig gute Darts, jetzt sind sie wieder beide komplett gleich auf. Der Druck ist bei Wright, weil er hat den Anwurf hier. Aber er macht es wieder richtig gut, 73, 16 Punkte Rest. Das war stark. Aber auch Malik Dem bleibt dran. Beide 12 Darts gespielt, beide unter 50 Punkten. Das Doppel für Peter Wright. 4-3. Also wieder die etwas bessere Ausgangslage. Er braucht nur noch, in Anführungsstrichen, ein Leck. Und das könnte auch vergleichsweise gut funktionieren, weil die Ausbeute von Malik Dem hier nicht so mega groß war. Er braucht trotzdem ein Triple, denn sonst 57. Ja,
war das Ganze dann doch nicht so sonderlich erfolgreich. Hinter auch. 60. Kein Triple in 6 Starts für Malikten. Peter Wright kann es jetzt besser machen. Knapp runter, knapp drüber. 60. Auch nicht besser. Beide gleich auf. Es ist Spannung in der Luft. Und davon auch nicht wenig. Wahnsinn. Synchron, beide synchron unterwegs. Synchron 57-60. Bei der Weltmeisterschaft. Aber auch wirklich sehr ähnlich und vom Scoring halt immer nah beieinander. Unglaublich. Auch Peter Wright ist mit der 140. Unglaublich, was nur Elmar liegt ihm hier. Peter Wright abverlangt. Peter Wright hat ein machbares Finish, braucht dafür ein Triple, um einen Matchstart zu kriegen, sollte mal Liktim die 104 liegen lassen. 44, Doppel 16. Es könnte den nächsten Matchstart für Peter Wright geben. Die Frage ist, wird es das Bullseye werden oder die Doppel 9? Anders wird er es nicht spielen, nicht in so einer Phase. Es wird ein Matchstart geben. Wird es nicht, er verpasst die große Zahl und man sieht es an seiner Reaktion. Wie ärgerlich ist das für ihn denn bitte? 59 Rest, 40 Rest. Stellt sich tops, aber man liegt dem Doppel 8. Drei Versuche zum erneuten Ausgleich. Er braucht nur einen Dart. 4-4. Das ist Wahnsinn. Der war an ein paar Stellen, hatte man jetzt gedacht, so, oder ich habe es zumindest gedacht, jetzt ist er in der Spur, die er gesucht hat. Und er dachte das mit Sicherheit auch, aber Malikten hat sich gedacht, nö, da habe ich einen anderen Plan. Und ich bin mal gespannt, wie Peter Wright reagiert, wenn jetzt Malikten einen Break schaffen würde in dieser Phase und mal 5-4. Vorne läge. Wir sind im 9. Leck in diesem letzten Satz und beide spielen fast identisch. Man sieht ja auch vom Punktestand her. Vorteil, Riesenvorteil für Malikten gerade. Weltklasseaufnahme, diese 134. Aber Peter Wright kontert mit 96. Malikten kann hier in den Finish-Bereich kommen. Stark. Hier hätte das doch noch irgendwie im Finish-Bereich. Das nach 9 Darts wohl bemerkt, wieder in so einer wichtigen Phase. Peter Wright kann sich nur so gut es geht runterbringen. 111 bleiben da bei ihm stehen. Vorteil für Malikten. Chance für Malikten. Doppel 13. Der ist wahnsinnig. Oh. 120. Erfrischendes Spiel von Malikten. Der ist einfach mal probiert. So, Peter Wright, bitteschön, 111. Und auch er kriegt ein Dart auf das Finish. 11 oder 19. Tops. Der kratzt genau unten am Draht. Was könnte diese Situation entstehen? Doppel 13. Boah, der ist auch nah dran. Für Noel Malikten. Der ist auch nah dran. Aber nicht näher dran. Der verpasst. Kannst du es denn glauben?
drei richtig gut geworfene Darts, aber alle daneben, alle so hauchknapp, ja, dünn daneben. Peter Ryan, 5-4. Kopf aus der Schlinge, aber selber hat er ihn da nicht mehr rausgekriegt. Da musste jemand helfen und das war Noel Malik Tem. Also, es ist ein Wahnsinnsspiel und viel spannender, als es nach dem ersten Satz aussah. Das ist dann so ein Moment, wo du vielleicht denkst, ach, ersten Satz habe ich gesehen, naja, Restergebnis schaue ich mir morgen an und dann verpasst man hier so einen kleinen Marathon, der vor allen Dingen eine Riesensensation produzieren könnte. Gute 140, wichtig. Peter Wright mit einer 57 nicht auf diese 140 folgen. Und wieder ist es Noel Malik Tem, der die Triple 20 richtig gut bearbeitet. Ho, 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 ho. 161 Rest. Er braucht jetzt mehr als so eine 45 oder 41 oder was da zuletzt häufig mal am Board stand. Triple. Nee. 80. Volume 161. Immer im Finish-Bereich. Er kann sich stellen. Gut. Eventuell hier mit einer 180, mit einer 140 nochmal Druck auf diese 64 von Malik Tem. Er kriegt eventuell nämlich nur ein Dart auf das Doppel und genau das macht Peter Wright auch. 140. No require 64. Triple 16, Doppel 8, Single 16, Single 16, Doppel 16. Zwei Darts auf die Doppel 8. Wieder so Weltklasse gemacht von Malik Tem. Einer noch. Sanders! Er macht es. Er macht es. Noel Malik Tem macht es hier. Ausgleich 5. Und 2-2 nach Sätzen. Wer darf das Sudden Death Leg beginnen? Das wird ausgebullt. Und das ist natürlich auch wieder extrem wichtig, wer da anfangen darf. Und das wird Peter Wright sein. Weltklasse da von Peter Wright da in das rote Bullseye, das ist auch überhaupt keine einfache Situation. Das zweite Spiel bei dieser Weltmeisterschaft, was in Sudden Death gegen neben Luke Humphries und Jermaine Vatimena. Und jetzt eine 180, na komm. Nummer 9 für Peter Wright. Rotbull getroffen beim Ausbullen und sofort mit 180 hinterhergelegt. Was macht Malik Tem? Kriegt er die 140? 95. Riesenvorteil für Snakebite. Die Darts in der Hand. Mit 180 angefangen. Ah. 140. Das Ding mit einem neuen Dart zu Ende zu spielen. Das muss man sich mal vorstellen. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Aber sensationelle Begegnung. Gerade hinten raus, dieses letzte Set. Hervorragend. Ärgerlich für Malik Tem, dieser letzte. Ui. Runter auf die 19. Ah, nee. Starker letzter Dart. Extrem wichtig. 20 hätte kein Finish gelassen, tatsächlich. Deswegen gut, dass er das Triple getroffen hat. 94. 62 Rest. Triple 10. Single 20, Single 12.
Doppel 16 Rest für Peter Wright. Hat eine Doppelquote von 47%. 15 Treffer aus 32 Versuchen. Also man würde denken, er macht das jetzt aus. Doppel 16. Drei Matchstarts. Peter Wright. Und dann am Ende schafft das. Boah, was für ein Spiel und wie groß ist da die Erleichterung. Nicht nur bei Peter Wright, sondern auch natürlich bei seiner Familie. Und wie sportlich ist das hier und wie fair gleich zu sagen, Junge, du hast hier wirklich ein tolles Match abgeliefert. Mein lieber Mann, bin ich froh, dass ich das irgendwie überstanden habe und irgendwie hier zu Ende bekommen habe. Peter Wright also in der nächsten Runde und das ist große, große Erleichterung und natürlich auch das Dankeschön an seine Fans, die ihn da nochmal nach vorne gepeitscht haben. Das war ja wirklich so, es war relativ.